Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil und wir werden die Kampagne heute weiterführen. Es ist tatsächlich eine ganze Zeit her, seitdem ich das letzte Video aufgenommen habe. Knapp 2 Wochen, glaube ich. Also, ja, ich muss wieder ein bisschen reinkommen. So, soweit ich weiß, haben wir eigentlich alles so gemacht. Wir haben 25.000. Ich meinte auch das letzte Mal, dass das nicht reichen wird, mir irgendwelche Upgrades zu holen. Bei Daphne haben wir auch nichts mehr. Also fangen wir einfach an, indem wir noch ein bisschen Öl suchen. Wir haben hoffentlich diesmal ein bisschen mehr Glück. So, 2 Wünsche-Routengänge. 1, 2, 3, 4, 5. Rechts ist der Preis hoch. Ich gehe trotzdem auf links, weil dort der Preis immer bei 0,92 Dollar bleiben wird. Okay, da haben wir direkt... Ja, ich glaube, ich verbinde das noch hier mit. So, ja, der Preis rechts sinkt direkt wieder. Und wir haben direkt getroffen. Das ist doch wunderbar. Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, ich setze direkt noch einen hin, weil wir direkt die beiden Ölvorkommen gefunden haben. Und dann verbessern wir das hier. So. Mal schauen, ob der was findet. Ich glaube, ich setze auch noch gleich den zweiten hin. Verbessern wir mal das Rohr. Der hat was gefunden, da setzen wir aber eine neue Ölbohrplattform hin. Oh wow. Okay. Nicht so schlimm. Das können wir vielleicht nochmal weiter nutzen. Sollten die Wagen verbessern, damit die mehr mitnehmen können. Dann setzen wir noch ein paar Wagen hin. Machen wir 10 draus. So, der hat Öl gefunden. Oh, ich glaube, ich erweitere das von hier. Es wird wahrscheinlich irgendwo weiter unten liegen. Ja. Ist das verbunden? Es läuft rückwärts, deshalb hört mich das ein bisschen. Nein, ist nicht verbunden. Verlängern wir es noch ein kleines bisschen. Setzen wir noch 2 hin. Oh, rechts ist der Preis gestiegen. Das ist sehr schön. Hier können wir auch mal das Rohr verbessern. Und die haben noch mal Öl gefunden. Ja gut, dann gehen wir hier oben runter. Oh, okay. Wenn wir uns den Bohrer für Felsen... Okay, da hätten wir auch außen rum gehen können, aber gut. Nutzen wir mal den Scanner. Ja, okay, wir waren direkt davor. Dann verbessern wir auch mal dieses Rohr. Das Ölvorkommen dahinter ist fast leer. Und dann haben wir quasi so eine Aufteilung. So, mal schauen, ob der noch was findet. Der Preis rechts ist wunderbar. Ich muss unbedingt öfter auf den Preis schauen, damit wir nicht für Grotten schlechte Preise verkaufen. Also beim letzten Mal war das wirklich ein großer Fehler, muss man sagen. Noch ist er ganz gut. Okay, ich glaube, langsam wechseln wir auf die andere Seite. Ja, jetzt wechseln wir. Wir können halt die ganze Zeit verkaufen. Beim letzten Mal habe ich auch dann Silos gebaut, dabei brauchen wir das gar nicht. Ich weiß nicht, ob der noch was findet. Ich glaube, ich setze rechts noch einen hin. Einfach mal auszuprobieren. So, ich glaube, wir verbessern einfach mal das. Das Rohr ist oben auf Stufe 3, damit wir eben trotzdem noch ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht können wir das auch mal verbessern. Weil das Stufe 3 Rohr sieht nicht besonders ausgelastet aus, deshalb machen wir das mal so. Okay, ich glaube, es gibt kein weiteres Öl mehr. Das heißt, das ist dann so ziemlich alles. Soll ich die noch verbessern? Ich meine, wir haben erst Mai. Verbessern wir nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Rechts steigt der Preis und der Wünsche-Routengänger ist gleich wieder weg. Ja. Okay, dann verkaufen wir rechts. Oder warten wir ganz kurz.
ganz kurz. Okay, lang genug gewartet. Ab nach rechts. Ja, okay. Leider war der Preis dann nicht so gut. Und dann gehen wir wieder nach links. Ich hatte gehofft, der würde auf über einen Dollar kommen, aber naja. Gut, es wird wahrscheinlich kein weiteres Öl hier geben. Wahrscheinlich auch keine weiteren Diamanten oder so. Daher mache ich mir da keine Sorgen. Die umliegenden Felder hatten auch keine Diamanten, also glaube ich nicht, dass hier noch irgendwie einer ist. Rechts ist der Preis gerade gestiegen und ich habe es nicht mitbekommen. Weil mein rechter Daumen, müsst ihr euch vorstellen, der war hier auf dem Beschleunigungspfeil und da habe ich es nicht gesehen. Also, ja. Haben wir ein bisschen was verpasst. So. Und dann wieder nach links. Wie tief ist das noch? Schon noch tiefer, aber es ist leer. Also, da gibt es nichts mehr zu holen. Damit sollten wir es geschafft haben. Verpachtung rückgängig machen. Und beenden. Ja, kein Diamant. Auch nicht viel Öl. Hätten den Bohrer wahrscheinlich nicht benötigt, aber okay. Und wir haben fast 26.000. Könnte besser sein. Könnte aber auch deutlich schlechter sein. 1,3 Dollar pro Fass bekommen. Rechts natürlich höher. Links bisschen niedriger. Am meisten für Rohre und Wagen ausgegeben. Wahrscheinlich müssen wir auch zukünftig nicht unbedingt 10 von den Wagen holen, weil die Böden halt jetzt immer schlechter werden. Daher denke ich mal, dass das nicht unbedingt nötig sein wird. Vielleicht 7 oder so. Und ich habe die komplett fertig gemacht. 6.000 war das zweithöchste. Also war mehr als das Vierfache. Dementsprechend haben wir auch viel Geld für die Aktienauktion. 1% Aktien. Ich glaube, ich mache da nicht mal mit. Das sind vielleicht 5.000 wert. Ja, wir warten uns hier einfach ein bisschen die Zeit ab. Wenn es auf 5.000 kommt, dann nehme ich das einfach, aber 1.000 sind es wirklich nicht wert. Das ist viel zu teuer. Ich hätte die niemals für 10.000 Gold wert bekommen. Ich glaube, Daisy hat sie sich geholt. Ja, Daisy hat 3% jetzt, aber 1%. Das ist quasi gar nichts. So, wir haben das letzte Stück Land. Das sind alle schreckliche Felder. Ich glaube, ich nehme das hier. Da könnte vielleicht sogar ein Diamant sein. Kämpfen schön darum, aber ich bin damit weggekommen. Ich weiß, das Land wird nicht gut sein, aber deshalb bezahle ich auch nicht viel dafür. Wir haben noch 49.000, jetzt wird es aber für ein Upgrade reichen. Herdengröße brauchen wir jetzt auf keinen Fall mehr. Schnelligkeit auch nicht unbedingt. Ja, Scans. Schauen wir erstmal bei Daphne vorbei. Ah, das ist auch schrecklich. Ich glaube, wir holen uns einfach Verzweigung 3. Weil im Grunde brauchen wir nichts anderes. Wir haben noch 24.000, aber es bringt einfach nichts. Die Upgrades haben wir einfach nicht nötig. Selbst wenn die meisten Sachen könnten wir uns nicht holen. Ja, egal. Gehen wir los. Mit 22.000 an Cash noch übrig. Ja, das hätten wir auch vorhin machen können, um die Felsen herumbohren. Ich wusste jetzt nicht genau, wie groß sie sind, deshalb wollte ich kein großes Risiko eingehen. Rechts ist der Preis schon hoch, aber der fällt gleich wieder. Oh. Ich glaube, ich gehe sogar hier rüber. Es kostet eine Menge, aber ich glaube, es kostet weniger als eine neue Ölbohrplattform dann zu machen. Ja, direkt das Öl getroffen, das ist sehr schön. Preis bleibt noch ein bisschen hoch, aber jetzt fällt er auch wieder ab. Schnell die Rohre verbessern, bevor der Preis ganz schrecklich wird. Okay, wir müssen definitiv lagern. Nehmen wir uns hier ein Silo. Und dann nehmen wir die da weg.
zwei Windschuhroutengänger. Hier wird es nicht viel Öl geben. Direkt die Wagen aufrüsten. Ah, der Preis war links auf Maximum 80 Cent. Ich kann auch kein weiteres Silo holen. Ich nehme ein Darlehen. Ich werde nicht für diese schrecklichen Preise bezahlen. 500. Holen wir uns davon Silo. Ja, das wird kaum reichen für irgendwas, aber kann ja mal hoffen. Wir haben genau einen Dollar übrig. Oh, ich nehme... Ja. So, dann verlängern wir mal hier die Rohre. Das war ganz knapp, aber nicht ganz. Ich glaube, ich gehe von hier aus weiter. Irgendwo muss es sein. Da ist es nicht, also irgendwo hier unten. Genau. Komm schon. Danke. Und dort auch. Der Preis ist schlecht, aber wir haben keine andere Wahl. Oh, der Preis ist sogar ziemlich gut. Machen wir mal zwei mehr. Schicken wir noch einen Windschuhroutengänger. Der hat tatsächlich noch mehr Öl gefunden. Da ist nichts. Es wird weiter unten sein. Ist wahrscheinlich. Ja, okay. Die Maulwürfe haben es gefunden. Oh! Die Maulwürfe haben auch einen Diamanten gefunden. Diamant und Öl. Also können wir das nächste Mal... Ich glaube, wir machen das jetzt noch nicht. Erst dann, wenn wir zum neuen Gebiet kommen. Verbessern wir mal eins der Rohre. So. Preis sinkt wieder. Heißt, wir lagern wieder. Schicken wir noch einen hin, weil der noch Öl gefunden hat. Ich glaube diesmal nicht mehr. Wir sind bereits im Juni. Ich verbessere hier mal die Rohre. Ne, der findet nichts. Links steigt der Preis gerade. Verkaufen wir ein bisschen was. Ein Dollar. Es ist August, aber... Oh, wir haben noch eine Menge Öl. Warum sagt das niemand? Schauen. Erstmal die da. So. Da. Können wir das auch verbessern? Rechts ist der Preis hoch. Okay. Wir brauchen mehr Pferde. Ganz plötzlich brauchen wir mehr Pferde, weil das Rohr auch größer ist. Wie groß ist das noch? Oh. Natürlich habe ich jetzt ein
super Bohnen gefunden. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das. So. Und das ganze Öl müssen wir uns noch kaufen. Rechts steigt der Preis. Okay. Das war ein bisschen schwierig. 22.000 haben eine Menge Ausgaben gehabt. 1,02 pro Fass. Ja, 10.000 an Ausgaben. Ich wusste nicht, dass die so groß waren. Ja. So, Profite. Nicht mehr ganz so gut, nur doppelt so viel wie Ricardo. Okay. Wir ziehen wieder um, dieses Mal geht es in Ebenen. Profitables, aber schwieriges Naturgas. Lass uns mit dem Bieten beginnen. Ich wollte erst eine Aktienauktion machen, aber okay. Ab sofort kannst du einen Bonus auf Gasblasen stoßen, wenn du einer Firma Gas verkaufst, schießt ihr Ölpreis für kurze Zeit in die Höhe. Aber Gas bringt dir gar nichts, wenn du es auf den Bohrplattformen entweichen lässt. Also schließe die richtigen Ventile, um es zu leiten. Bevor du einer Firma Gas verkaufen kannst, besuche erst Fred und kaufe das Anschlussupgrade für Left Inc. oder Right Inc. Da haben wir die Verbindung, wo wir dann das Gas verbessern, Gasverbindung machen können. Dann seht ihr, geht das Gas raus und das verbessert den Preis. Ich würde ganz gern erstmal nach Gas suchen können, aber vorher Aktienauktion. So 5%, also 25.000. Aber niemand hat mehr als Ricardo 17.000. Es wird bezahlen so 18.000. Denn das sind die Aktien dann auch wirklich wert. Dann haben wir 15% der Stadtaktien. Was nicht schlecht ist. So, ganz, ganz kurz davor. 17.425. Ich glaube, ich brauche das nicht. Gas. Das kann nicht schaden. Ich werde erstmal gucken. Ja, ich kann mir die sowieso nicht holen. Das ist schade. Schauen wir erstmal hier vorbei. Ah, das ist Anthony. Der zeigt uns dann, wo es viel Öl gibt. Das machen wir einfach mal. Geben ihm einen Diamanten. Das nehmen wir auch mit. Und dann und Auktion. So, und Anthony weiß, wo es Öl gibt. Und zwar links. Genau dort. Und jetzt wird es dort wahrscheinlich viel Öl geben, aber das auch erst in der nächsten Folge. Können wir noch irgendwas verbessern? Machen wir das einfach mal. Wenn es in der Nähe Gas gibt, dann decken die das auf. Schade, dass man das nicht für Öl machen kann, aber naja, gut. So, wir haben noch 8.000. Das ist eine ganze Menge. Ja, ich werde das jetzt nicht gebrauchen. Wir haben jetzt wahrscheinlich einen richtig guten Platz mit richtig viel Öl. Daher werde ich da nichts weitermachen. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.